Hallo, heute zeige ich euch mal, wie der Doppel-D-Verschluss an Motorradteilen funktioniert. Ich habe hier zwei Metallringe, hier habe ich die Lasche, hier mit dem Pin. Als erstes ziehe ich die Lasche durch beide Ringe durch, so wie hier. Dann über den ersten Ring hinweg, durch den zweiten mit der roten Fahne hindurch. Und dann kann ich den Knopf jetzt zumachen. In diesem Falle ist der Helm richtig fest. Zum Öffnen einfach aufmachen und den Gurt wieder ziehen. Und wenn man den Knopf nicht ganz durchzieht, dann kann man den Helm auch abmachen, ohne den Verschluss zu öffnen.